Ich weiß nicht, warum Sie so jammern. Es ist das Demokratieverständnis der anderen Fraktionen hier in diesem Haus, Herr Kollege Kucher. Herr Klubobmann, muss man jetzt sagen, jetzt sind Sie der neue Klubobmann. Das, was Sie da jetzt wirklich, es war schon als Abgeordneter lächerlich, als Klubobmann sollten Sie ein bisschen sich an die Fakten halten. Also die FPÖ war die einzige Fraktion, die nach dem ersten Lockdown, ja, da haben wir mitgestimmt. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Situation in Österreich unsicher war, als niemand wusste, was auf uns zukommt. Nach 10 Tagen, ja, wissen Sie, mit der Umfrage hat das wenig zu tun gehabt. Wir sind damals in den Umfragen runtergegangen, nur zu Ihrer Information. Es war ja der Sebastian Kurz bei Ihnen, der ist auf über 40%. Das unterscheidet uns beide. Wir haben nämlich nicht auf die Umfragen gehört. Ja. Sehen Sie, und das ist Ihr Problem, meine Damen und Herren. Sie schauen auf Umfragen, wir haben auf die Bevölkerung und auf die Leute gehört, die sich dabei auskennen. Sie haben gehabt irgendwelche Mathematiker. Wir hatten Virologen und viele Ärzte und Professoren in unserem Hintergrund. Und ich frage mich ja nur... Ja, Ivermectin, gutes Beispiel, wissen Sie, Herr Kollege Schallmeiner. Es gibt einen Professor in Linz, in Oberösterreich, Ihrem Heimatbundesland, der wahrscheinlich sogar kandidiert hat für Ihre Fraktion, jedenfalls Mitglied Ihrer Fraktion war. Das ist einer derer, die das Ivermectin gefordert haben, als erster. Nur so viel dazu. Also schauen Sie sich das einmal genauer an und hören Sie endlich auf mit diesem Schwachsinn. Es würde reichen, wenn Sie sich endlich hier herstellen und sich einmal bei der Bevölkerung dafür entschuldigen, für das, was Sie der Bevölkerung in den letzten 3 Jahren angetan haben. Das würde schon einmal ein erster Schritt sein, Herr Kollege Schallmeiner. Und hören Sie auf mit diesem blöden Dazwischenrufen. Beschäftigen Sie sich doch einmal mit der Materie. Frau Präsidentin, sind Sie mir nicht böse, aber das ist ja, wenn das die Diskussionskultur ist, ja. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde ersuchen, dass wir den Lärmpegel im Saal wieder ein wenig senken. Und Frau Abgeordnete, Sie sind schon sehr lange Abgeordnete des Parlaments und Sie wissen, dass parlamentarische Zwischenrufe auch ein Instrument der Debatte sind. Und daher würde ich da, was die Bewertung von so Zwischenrufen betrifft, Sie um Mäßigung ersuchen und erteile Ihnen jetzt das Wort und Sie können Ihre Ausführungen mit denen weiter fortfahren. Ja, danke, Frau Präsidentin. Sie haben recht, ich bin schon sehr lange in dem Haus. Ich habe schon sehr viele Zwischenrufe, auch schon sehr viel Gelächter ausgehalten. Das hat mich noch nichts mundtot gemacht, weil ich auch weiß, dass ich in der Koalition mit der Bevölkerung bin und ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen in den letzten Jahren. Ja, für Sie von der SPÖ ist das natürlich ein Jössersnah. Ihnen rennen die Leute davon, das ist mir schon klar, dass das für Sie ein Jössersnah ist. Ich bin froh, dass ich im regen Kontakt und im regen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land bin, die Opfer dieser Politik sind, Opfer der Regierungspolitik, wo Sie als SPÖ immer und überall dabei waren. Sie waren bei jedem Lockdown dabei, überall. Und da können Sie sich jetzt hinschauen, wir haben es kritisiert, ja, aber zugestimmt haben es. Frau Kollegin Herr, Sie haben überall zugestimmt, in jedem Hauptausschuss, jede Verlängerung des Lockdowns. Das haben Sie als SPÖ gemacht. Also hören Sie auf mit dieser Kindesweglegung. Sie sind mitverantwortlich für das, was in dem Land in den letzten 3 Jahren passiert ist. Und anstatt, dass Sie sich jetzt einmal herstellen und bei der Bevölkerung dafür entschuldigen, versuchen Sie das jetzt auch noch wegzuschieben, anderen umzuhängen und alles noch lächerlich zu machen. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass hier viel schiefgelaufen ist. Es hat der Kollege von der ÖVP heute gesagt, dass das Testen nichts gebracht hat. Der Herr Minister hat es im Gesundheitsausschuss gesagt, der Erfolg des Testens war de facto nicht nachweisbar. Und wir haben Milliarden dort hineingesteckt. Und ich sage Ihnen noch was, ich war eine der Ersten, die das kritisiert hat und bin von Ihnen allen wie die Sau durchs Dorf getrieben worden. Mich hat es nicht gestört, aber die Bürgerinnen und Bürger hatten ein Problem. Die durften nirgends hingehen, ohne sich testen zu lassen. Das ist doch die Wahrheit. Und was nutzt einem Schwerkranken, wenn er sich testen lässt? Jemand, der so schwer krank ist, dass es eine Gefahr ist, eine Infektionskrankheit zu bekommen, der hat auch nichts davon, wenn sich jemand gegen Corona testen lässt, weil sie wissen nicht, ob das Gegenüber nicht Influenza hat, ein RSV-Virus hat oder sonst irgendeine Erkrankung. Es ist leider so. Wir müssen alle mit Gefahren leben und wenn ich zu einer großen Risikogruppe gehöre, und selbstverständlich gibt es die, na natürlich,
aber dann muss ich selbst für einen gewissen Schutz eben sorgen, weil ich kann nicht nur als das Corona da oben sagen, das gefährdet mein Leben und sämtliche andere Keime und Erreger tun das ja genauso. Also hören Sie auf, das auf irgendetwas zu reduzieren, das bringt nichts. Es tut mir leid, dass Sie jetzt Ihren Lebensinhalt verloren haben, Ihre komischen Testungen. Tatsache ist, es ist gut, dass es endlich aufgehoben wird, weil es endlich ein Befreiungsschlag für die Bürgerinnen ist. Applaus